Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Und heute spielen wir das Revierderby FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Das Spiel findet am Sonntag, den 15. April, statt. Ja, und wir erinnern uns an das Hinspiel. 4 zu 0 hat der BVB geführt. Am Ende war es ein 4 zu 4. Schalke wirklich im Glück am Ende. Noch in der letzten Minute haben sie getroffen. Dortmund am Boden. Das wäre vielleicht dann so ein bisschen der Umschwung gewesen beim BVB. Stattdessen wurde die Saison dann noch schlechter gefühlt. Jetzt geht es hier vor allem um die Champions League. Denn es ist der Zweite gegen den Dritten. Schalke einen Punkt vom BVB, also wenn Dortmund heute gewinnt, sind sie vorbeigezogen an den Schalkern. Und das gibt sicherlich nochmal extra Motivation. Natürlich, aber man weiß, das Revierderby, es ist so ultra wichtig, hier das Heimspiel zu haben und hier in Gelsenkirchen. Die Schalker natürlich mit dem Heimvorteil. Und die wollen sich das hier auf gar keinen Fall nehmen lassen, vor Heimpublikum gegen Borussia Dortmund zu verlieren. Schalke ja am Wochenende, am letzten Spieltag. Mit der Niederlage beim HSV überraschend. Jetzt sehen wir den ersten Verletzten. 5 Minuten sind Das ist Toprak, gespielt. glaube ich, ne? Toprak liegt da mit schmerzverkrümmter Miene auf dem Spielfeld. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Şahin, der Schiri schaut auch nochmal nach. Ich glaube, der muss runter nach 5 Minuten. Und so sieht es aus. Toprak ist verletzt. Hier sehen wir noch die Dortmunder Bank. Da muss Akanji kommen. Zum Glück ist der fit geworden, sonst hätte Dortmund gar keinen Innenverteidiger auf der Bank. Hier sehen wir es nochmal. Überhaupt keinen Vorwurf an den Schalker Nee, da. in dem Fall wirklich gar nicht. War komplett der Ball. Aber natürlich jetzt nach 5 Minuten schon wechseln auf der Innenverteidigerposition ist jetzt nicht unbedingt das, was Peter Stöger hier wollte. Mal schauen, wie die Dortmunder damit umgehen. Kommt mit Batshuayi. Der versucht da auf Maximilian Philipp zu spielen. Die beiden Torschützen gegen Stuttgart. Das ist Marco Reus. Er Das macht das gut. gut, aber dann Naldo dazwischen, kommt aber stark von Reus Marco Reus. zurückgespielt Die und das ist die Beste. Riesenchance für Mario Götze. Und den muss er einfach machen. Hat ja auch im Hinspiel schon getroffen. Sich Aber dann wirklich. anschließend verletzt, glaube ich, im Endspiel, Ja, ne? genau. Auch sehr komische Schiri-Leistung damals, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht mehr sprechen, denn die Schalker kommen jetzt zum ersten Mal. Schöne Flanke! Konopljanka war das. Aber der ist noch warm. Oczypka macht das hier richtig gut. Pass wieder Konopljanka. Borgstaller, die Schalker spielen es hier mal richtig stark. Goretzka und dann verteidigt Akanji perfekt. Findet sich auf jeden Fall sehr gut ein bis jetzt. Das ist Marco Reus. Und der ist gefährlich als Konterspieler. Batshuayi, wenn der Pass gut kommt, wollte ich sagen, aber er kommt nicht gut. Wäre eine gute Chance für Marco Reus gewesen. Oh, da verstolpert Borgstaller den Ball an Akanji. Götze. Schön gepasst auf Christian Pulisic. Kommt der da vorbei? Nein. Nabil Ben Taleb klärt das Ganze gut und da kommt Schalke wieder über die linke Seite mit Oczypka. Da haben sie Glück. Borgstaller setzt sich gegen Pulisic durch. Gibt es Freistoß oder Nee, Einwurf, glaube ich. Einwurf? Nee, Nee, doch doch Freistoß. Freistoß. Aber da war auf jeden Fall keine Karte drin. Das war. McKennie. Mit Borgstaller, wieder mit McKennie. Raus auf Leon Goretzka. Da Oh, schießt dann. er den Akanji genau ins Gesicht. Glück für die Dortmunder, der wäre sehr, sehr gut gekommen. Und können die jetzt kontern? Dortmund gefühlt nur über Konter. Das ist für mich ein Foul von Harit und das könnte schon fast gelb geben, denn das war auf jeden Fall sehr, sehr taktisch. Das muss eigentlich gelb geben. Oh, das war jetzt aber auch schlecht von Dortmund. Und Pulisic holt dann noch das Foul. Für mich auch wieder ein Ja, taktisches Foul. Aber vielleicht auch eine gute Schiedsrichter, ja, Aktion vom sehr Schiri. lange Linie hier auf Richtig. jeden Fall. Harit, Denn das war mal gut gespielt von Schalke. Da kommt Daniel Caligiuri, der lässt Schmelzer halt aussehen und dann legt er sich aber viel zu beschissen vor. Kriegt dann überhaupt keine Kontrolle mehr rein. Und Dortmund wieder über Pulisic. Ja, aber Schalke steht hinten auch echt gut. Also beide Teams in der Defensive bisher sehr, sehr stark. In der Offensive ist noch Verbesserungspotenzial zu erkennen. Schalke jetzt aber nochmal mit Guido Borgstaller. Der hat mal Platz, Borgstaller, aber das ist Das ist nicht alles gut. andere als gefährlich. Ja, eine Chance hatten wir bisher erst gesehen. Das war in der 10. Minute durch Mario Götze. Seitdem wirklich überhaupt nichts mehr von den Dortmundern. Schalke tastet sich langsam ran, aber die schaffen es auch nicht. Was ist das denn für ein schwacher Pass? Aber auch Harit, unglaublich schlechter Pass.
Beide Teams in den letzten Wochen natürlich nicht gut und die sind Zweiter und Dritter in der Bundesliga. Also das sieht man hier wirklich. Die sind wirklich unter ihren Möglichkeiten. Reus mit Götze. Rechts rüber auf Lukas Piszczek. Die Flanke kommt. Aber Und dann. Caligiuri geht da gut in den Zweikampf, kann Philipp da an dem präzisen Kopfball hindern. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass er da dazwischen kommt. Aber wir erleben hier wirklich kein gutes Revierderby. Ja, beide Mannschaften gehen das sehr, sehr taktisch an, trauen sich hier kaum was zu riskieren, wollen hier keine Fehler machen. Es geht halt um sehr, sehr viel. Goretzka, gut gespielt. Burgstaller, schlechter Pass. Sehen wir hier vor der Halbzeit vielleicht noch mal irgendwas? Noch mal eine gute Chance vielleicht? Dortmund jetzt Hat mit Batshuayi. da Glück. Götze im zentralen Mittelfeld heute nicht als Zehner, da spielt Marco Reus. Das ist Nuri Sahin. Nuri Sahin. Nuri Sahin und dann ist es für mich eine rote Karte. Bin ich McKennie ganz auf jeden ehrlich. Fall von hinten in die Beine. Ist Wir zwar gucken nicht drauf, was macht der Schiedsrichter? ganz letzter Mann, aber Sahin wäre da komplett durch gewesen. Riesenlücke bei Schalke. Es gibt die Nur gelbe gelb. Karte und damit ist er absolut. Gut bedient, auf jeden Fall. Wir sehen was nochmal Das ist wirklich. rot, Ja. also von hinten in die Beine, keine Chance auf den Ball. Der wollte nur Sahin stoppen und Sahin war schon fast im 16er. Und so gibt es nur Freistoß für den BVB. Das ist eine Sache für Marco Reus. Und die ist ganz schlecht. Genau Also. auf Mann. Schalke hier mit richtig viel Glück, McKennie. Also ich glaube, der darf sich jetzt hier auch gar nichts mehr erlauben. Ja, wir erinnern uns vielleicht ans Hinspiel nochmal. Da hatte Thilo Kehrer schon die gelbe Karte gesehen und hat dann, ich glaube, fast am Mittelkreis einen Dortmunder umgesetzt. Der Schiri belässt es bei der gelben Karte, schickt ihn nicht vom Platz. Ein paar Minuten später fliegt Aubameyang vom Platz für ungefähr dasselbe. Und dann kamen die Schalke, aber jetzt kommt Dortmund gut geklärt. Schalke noch einen vor der Halbzeit. Burgstaller noch mal gut. Da kommt Harit. Vorbei an Akanji. Schlecht verteidigt. Drückt da viel zu früh raus. Harit. Aber was ist das für ein Pass? Ja, Akanji. Jetzt ist er doch da. Aber der war wieder nicht gut geklärt. Und Haut Goretzka! den da rein! Kloppt den Hobel in den Winkel. Leon Goretzka. Traumtor. 1-0 Schalke. Aber wir schauen oben auf die Zeit. Schiri hat angekündigt, 2 Minuten. Jetzt haben wir 4 Minuten über der Halbzeit. Auch sehr, sehr fragwürdig, aber ohne Frage ist das hier ein Traumtor. Schlecht von Akanji, dann gut geschaltet. Und Leon Goretzka trifft endlich mal wieder nach seinem Wechsel zu den FC Bayern. Hat er, glaube ich, nicht mehr getroffen. Wunderschöner Schuss, keine Chance für Bürki. Erster Torschuss, glaube ich, aufs Tor der Schalke. Und die führen hier, man kann überhaupt nicht sagen unverdient, denn Dortmund hat auch nichts gemacht. 1:0 zur Halbzeit. Und jetzt ist es an der Frage, was fällt Dortmund ein? Kriegen sie das jetzt auch hin, wie Schalke im Hinspiel, da nochmal so einen Rückstand aufzuholen? In dem Fall natürlich nicht so hoch, aber dennoch schwierig genug, jetzt hier gegen das Publikum der Schalke anzukommen. Die Dortmunder werden wechseln, da Hut kommt. Götze auf der 8 hat anscheinend nicht überzeugt, dafür geht er jetzt auf die 10. Das wäre auf jeden Fall ein Rückschlag für die Dortmunder. Wenn sie hier verlieren, dann wäre Schalke so gut wie sicher Zweiter. Ja, und Goretzka mit seinem wahrscheinlich erstmal letzten Revierderby verabschiedet sich hier vielleicht mit dem so, so wichtigen, entscheidenden Tor für seine Schalker. Das ist Christian Pulisic. Die Flanke ist nicht gut, die hat Fährmann locker. Dann sogar umschalten, gibt den Konter jetzt für Schalke über Harit mit Burgstaller. Burgstaller, Freistoß. Kein böses Foul von Sahin, aber ist dann auch ein klarer Freistoß. Caligiuri mit Harit und Burgstaller. Und Burgstaller jetzt gegen Akanji. Akanji macht das gut. So, Dortmund zu unoffensiv für mich in den letzten Minuten. Oh, Harit, der tritt da nochmal nach an Schmelzer. Da muss der Schiri einschreiten, meiner Meinung nach. Lässt es aber laufen und Dortmund kann es überhaupt nicht ausspielen. Jetzt aber schlecht von Harit. Das ist Marco Reus. Kommt der da durch? Was ist das? Caligiuri kriegt irgendwie den Ball nicht richtig hin, aber er schafft es dann doch. Also wir haben hier wirklich die zweite Halbzeit fängt irgendwie nicht besser an als die erste. Ja, das stimmt. Bentaleb. Bentaleb. Oh,
man den jetzt so spielen muss, weiß man auch nicht. Also das ist auf jeden Fall jetzt die Konterchance für den BVB. Das ist da gut. Pulisic geht da erstmal vorbei, spielt den dann, aber Nastasic passt auf. Und Fährmann, die lösen das gut, aber riskant. Oh, Harit springt vorbei. Schmelzer, gut gemacht. Kann Dortmund jetzt mal mit Mario Götze vielleicht. Götze auf Pulisic. Ah, zu ungefährlich. Fährmann wieder mit dem Abwurf auf Caligiuri. Die rechte Seite, diesmal macht das ganz gut. Sie bleiben am Ball. Aber Reus presst da stark drauf. Aber wenn das andere Team nicht mitmacht, der BVB nicht gut im Pressing gerade. Außer Marco Reus hat da keiner mitgemacht. Jetzt schöner Seitenwechsel. Aber Piszczek. Was kommt hier noch vom BVB? Die müssen was machen. Schalke steht. Oh, Bentaleb hat stark antizipiert von ihm. Da hat er genau mitgerechnet. Boah, Stala, da wieder durchsticken. Auf Goretzka. Aber Dortmund passt hier auf. Und das ist der Hut. Schöner Pass auf Götze. Marco Reus. Mario Götze. Kommen da nicht wirklich nach vorne. Jetzt mal gut gespielt. Batshuayi und Naldo. Naldo eiskalt abgeklärt. 20 Minuten nur noch zu gehen. Wir haben hier auf jeden Fall ein absolutes Kampfspiel. Und jetzt kommt hier nicht etwa ein Jarmolenko, der wieder fit ist. Nein, ein Gomez. Am Wochenende hat er sein Debüt in der Bundesliga gegeben. Auch ein paar gute Pässe gemacht. Und er kriegt hier tatsächlich in diesem wichtigen Spiel nochmal das Vertrauen. Und Schalke wechselt jetzt auch doppelt. McKennie geht, dafür kommt Kehrer und auch Priedonet und Bolo kommt jetzt in den Sturm, da nochmal einen frischen. Aber während wir hier erstmal drauf gucken, während Dortmund sich den Ball hier richtig gut erobert, was machen sie jetzt draus? Oh, Naldo richtig stark verteidigt gegen Pulisic. Oh. Und dann hat er Glück und dann wolltest du ihn ins Aus. Dann war er komplett überrascht. Ja, Reus geht runter. Kein gutes Spiel wieder von der Dortmunder Legende. Oh, gut gespielt von Schalke, aber auch Piszczek passt auf. Oh, schlecht geklärt von Dortmund. Und jetzt hat Goretzka hier nochmal Platz. Aber Piszczek macht das gut. Geht da voll auf den Ball. Und dann der Nachtritt wieder von einem Schalker. Am Kuno für Janka, glaube ich, an der Stelle. Piszczek, schlechter Pass. Wirklich grauenvoll. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Gera. Raus auf Caligiuri. Metarit. Oh, und dann Gomez direkt mal. Findet sich hier schön ein. Und Embolo geht die Schritte gegen seinen Schweizer Kollegen, gegen Akanji. Aber das war alles fair. Nur ja. Körper reingestellt. Braucht man gar nicht über den Elfmeter sprechen in der Situation. Stattdessen gucken wir lieber auf den BVB. Was fällt Ihnen denn jetzt nochmal ein? So 7 Minuten vor Schluss. Langsam muss hier mal was kommen. Götze. Na, so nicht. Mario Götze. Und das ist klasse umgeschaltet von Schalke Embolo auf Harit. Harit, was macht er? Harit. Harit, da kommt die Flanke. Klasse. Goretzka. Und Goretzka. Und Goretzka wird zum Derby-Helden. Goretzka verabschiedet sich mit seinem letzten Revier-Derby und schenkt allen Schalker-Fans hier diesen Derby-Sieg. Klasse, aber auch von Harit, dieser Sololauf. Und dann hat er den Blick für den völlig freistehenden Leon Goretzka. Schalke gewinnt hier höchstwahrscheinlich ein absolut wichtiges Spiel. Natürlich Revier-Derby immer wichtig, aber auch von der Tabellenkonstellation sehr, sehr wichtig. Dortmund wirklich wieder sehr schlecht. Vor allem in Hälfte 2. Schalke ohne große Probleme. Gomez kriegt noch gelb nachträglich. Huiuiui, also der BVB kläglich. Jetzt nochmal mit Sergio Gomez. Das macht er richtig stark. Sergio Gomez in die Mitte gespielt und da war mehr drin. Da standen, glaube ich, Reus. Nee, Reus ist schon raus. Götze und Batshuayi standen völlig frei, aber es passt zum BVB. Während hier Schalke nochmal anläuft, wieder Harit. Quer kommt Kolopejanka dran. Es ist wieder Goretzka. Das gibt es doch nicht. Dreierpack Leon Goretzka. Wir sind schon wieder eine Minute drüber über der Zeit. Und es ist der Hattrick, okay, Hattrick nicht, aber der Dreierpack von Leon Goretzka. Unglaublich. Wahnsinn. Also, der macht 3 Tore hier gegen den BVB, gegen den Erzrivalen. Und dann ist es, ja,
für Dortmund eine absolute Klatsche, eine absolute Schmach. Und das ist wirklich nicht nötig gewesen. Also beide Teams hier nicht mit ihrer besten Leistung. Und dann kriegst du hier wirklich dreimal den Leon Goretzka völlig freistehend. Und jetzt ist auch endlich Schluss. Also Dortmund, was haben die sich da vorgestellt in Hälfte 2? Grauenvoll. Schalke weiß selber nicht, warum sie hier 3-0 gewonnen haben. Aber am Ende ist es komplett verdient, denn die haben schön die Tore sich rausgespielt. Das kann man auf keinen Fall verneinen. Und jetzt wird es richtig schwer für den BVB, wenn da die Gegner auch noch gewinnen, die um die Champions League mitspielen. Das wird noch eng. Vor allen Dingen, wenn man so auftritt wie heute, wenn man das in den kommenden Spielen dann auch so macht, dann braucht man eigentlich gar nicht über die Champions League noch nachdenken. Also das ist peinlich, wie Dortmund sich hier heute wieder auf dem Platz präsentiert hat. So spielt kein Champions League-Kandidat. Absolut nicht. Ja, in echt. Boah, das Problem ist bei Dortmund, du weißt halt nie, können die jetzt spielen oder kommt wieder ein komplettes Scheißspiel raus? Ich glaube, Schalke ist auf jeden Fall leichter Favorit, weil sie einfach zu Hause spielen. Ich glaube aber, sie spielen unentschieden 1-1. Ja, ein Unentschieden ist ja wahrscheinlich eine sehr gute Prognose an der Stelle. Ich würde aber auch, ja, Schalke zu Hause, es ist halt schwierig. Man ist gespannt drauf, was sieht man für einen BVB, was sieht man für einen FC Schalke 04. Man muss zwar sagen, Schalke steht auch so weit oben, aber die spielen für mich insgesamt auch keinen guten Fußball. Also die gewinnen meistens ihre Spiele so mit 1-0 und dann ist das mehr auch so der Dortmunder Fußball, da das Rumgeplänkele. Ich erwarte tatsächlich auch ein 1-1 oder tatsächlich sogar 0-0, so ein richtig, richtig langweiliges Derby wird das, glaube ich, weil beide Teams momentan einfach nicht in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.